Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Munibärenbande. Wir sind heute beim 67. Tag der 100-Tage-Challenge und damit auch schon bei einer neuen Season. Ja, der 21.11. ist heute und ja, würde sagen, wir fangen auch gleich mit an. Gibt auch ein paar Änderungen, Patch und allem drum dran. Top 8 Diamond habe ich einen Erfolg gekriegt, das ist egal. So, wir müssen ein Spiel machen. Und dann wieder gerankt zu werden. Eigentlich theoretisch müssten wir ja wieder Dia 2 gerankt werden. Unser MMR letzte Season auch Dia 2 war. Leider haben wir es noch nicht in der Season davor in Dia 1 geschafft, aber vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal. Mal sehen. So. Ja, es gibt halt viele kleine Änderungen und also mit den neuen Season. Ich habe auch noch. Also wie gesagt, ich habe noch nicht gespielt in der Season. Habe auch die Testmap nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie sich das jetzt so anfühlt. Und ja, wir fangen auch gleich gegen Zerg an. Ich glaube, bei Zerg haben sie was an den Hydras. Oh, eine komplett neue Map? Na geil. So muss sein. Das ist ganz schön hell. Ja, stimmt, neue Maps gibt's. Es gibt einen Haufen neuen Kram. Ich weiß nicht, ob mir die Map gefällt. Aber egal, wir spielen erstmal und gucken erstmal. Ja, da. So vom Prinzip her ist das Spielprinzip ja überall gleich. Egal welche Map. Ein paar, also. Maps favorieren schon teilweise andere Völker, aber die meisten sind eigentlich ausbalanciert. Das hier sieht auch so ein bisschen aus mehr wie so eine Map für Flieger. Ich vergesse den Chronobus zu setzen. Der baut uns unser. Es ruckelt ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich habe keine Echse. Ah, shit! Ach, zu spät. Kann man nicht mehr. Okay, Pool hat er noch nicht. So, wir müssen uns jetzt eine Echse bauen. Tja. Scheint wohl was anderes zu werden. Pool hat er auf jeden Fall noch nicht, das ist schon mal sehr gut. Nee, wir wollen noch keinen bauen, wir brauchen erst unser. Ah, man kann es nicht mit zwei Sachen zumachen, okay. Ist nicht weiter, wir machen es mit einer Sache. Mit drei Sachen dann zu halt wieder. So, das noch. Hat er auch geäxt? Nicht, dass wir jetzt hier einen One-Base kriegen, aber da ist er schon ziemlich hinten. Ja, da ist eine Echse. So, das, das. Schnell einen Stalker. Nach unserem Adepten. Die Erstgeborenen Shit. Werden auch siegen. Scoutets. Was wünscht ihr? Tja, da kann er anscheinend nicht stehen bleiben. Mit seinem. Für den Ruhm. Ich bin hier. Shit. Feindkontakt. Wo werden wir gebraucht? Nur die Gläubigen. So. Vergessen. Wir dienen mit Stolz. Für den Ruhm.
Ich bin die Stimme. Was ist euer Beginn? Na, ja, jetzt hat er gekriegt. Dimensionalstränge. Kriegt nur nicht viel. Wie kann ich euch helfen? So, wir brauchen wir noch mehr Geld. Ich bin hier. Und langsam eine Extra haben. Das Zeitfenster ist klein. So, gucken wir mal, was er hat. Schon eine dritte hat. Schicksale sind vereint. Ja. Der Weg ist klar. Finde ich ziemlich viele Queens. Lasst uns beginnen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Sterne stehen. Wir wissen, was er macht. Extrapoliere Stränge. Nichts. Nasuk Thai. Ich verstehe. Teleportation erfolgt. Der Feind hat uns entdeckt. Extra. Hä? Hat er keine Dingsgebäude oder was? Haufen Dinge, ja. Das ist natürlich das Schlechte, aber er hat es nicht gesehen. Ah. Umsonst. Faszinierend. Alter, spielt denn der? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hat halt drei Echsen mit drei Gas, ne, doch nicht. Ich sehne mich nach dem Kampf. Hat irgendwie nichts. Ich muss unbedingt scouten, was er hat. Nichts. Mutas wird er wahrscheinlich spielen. Ne, doch nicht. Roaches. Ich streife die Galaxis. Ich bin die Stimme. So begegnen wir unserem Schicksal. Lasst uns die Feinde unserer Oh, das sieht man noch. Was mir gerade aufgefallen ist, was neu ist auf jeden Fall, ist, dass die Stargate, die. Aber wer sind sie denn? Die Gates halt einfach so. Mineralienfeld erschöpft. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Mein Leben für Ajur. Ihr habt nicht. Ein Omen? Unsere Schicksale sind... Auf dem Linger da. Ich verstehe. Arudin Rashadal. Der Weg ist klar. Extrapoliere Stränge. Na, sieht hier so Führung. Auf jeden Fall gleich muten. Ach man, meine auf jeden Fall, das ging die Linge und die Muten. Ich habe kein Gas. Ich fühle gerade ein bisschen komisch, finde ich. Ich weiß nicht, warum er immer seine Overlords vorrallyt. Mein Leben für Ajur.
Ihr sucht Führung? Ein Omen? Wie kann ich euch helfen? So, ein bisschen Gas. Ihr benötigt mehr Respingas. Ich verstehe. Unsere Schicksale sind offen. Das ist vielleicht zu wenig Gates. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Ein Omen? Mineralienfeld erschöpft. Ach Mann, meine Tastenmaus. Mein Pad rutscht die ganze Zeit hin und her. Das nervt mich gerade ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall noch eine Extra. Erfolgreich. Sowas von Urmineralien. Ich sehe. Brauche ich jede Menge. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin. Teleportation erfolgt. Mein Leben für Ajur. Wir werden einen Haufen Cannons noch dazu. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. Ihr habt nicht. Teleportation erfolgreich. Ich wollte das eigentlich bauen, na egal. Nicht genügend Energie. Teleportation erfolgreich. Nicht genügend Energie. Irgendwie sehr komisches Spiel gerade. Vor allem von mir. Extra Flugführung. Teleportation erfolgreich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben. Auf jeden Fall brauche ich, muss gucken, dass ich die X-Wex kriege. X-Wex bin ich wegkriege. Mineralienfeld erschöpft. Der Kampfesraum wird unser sein. Hat er eine Million Bailing, ne? Mineralienfeld erschöpft. Ihr benötigt mehr Vespingas. Mein Leben für Ajur! Upgrade durchgeführt. Ihr benötigt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajur! Mineralienfeld. Mein Leben für Ajur! Orakel empfangsbereit. Kassar, mein Leben für Ajur! Es ist vorherbestimmt. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Komisches Spiel. Ulis, alles klar. Orakel empfangsbereit. Lasst uns begegnen. So begegnen wir uns. Kill mal seine Queens erstmal. Keiner darf angegriffen. Die Strenge des Schicksals. Der Feind hat uns entdeckt. Ulis haben es anscheinend besser gemacht. Wir sind die Gerechten. Sognaku, Phasenkristalle, bündelt das Licht Ajurs. Wie kann ich? Vielsuchtführung in Narodinraschen. Lasst uns beginnen. Quatsch.
mit Ulis habe ich natürlich gar nicht gerechnet. Ach. Das war ein blödes Spiel von mir. Ihr benötigt mehr des Pingas. Eure Sonden werden angegriffen. Nun wird angegriffen. Mein Leben. Peradak Koral. Ach man, mir rutscht auch die ganze Zeit dieses scheiß Dings hin und her. Erklärt euch. Greif mir mein echtes Zeug an. Naja, GG. Was hab ich denn da gespielt, ey? Man rutscht die ganze Zeit mein Mauspad durch die Kante. Das nervt mich. Also keine Ahnung, was ich hier falsch gemacht habe. Wahrscheinlich viel zu viel. Nein, ist auch arschkalt. Tja, wir sind wieder Dia 2 gerankt mit einem ganz grottigen Spiel. Aber egal. Eigentlich hätten wir es gewinnen müssen. Ich war mir da einfach viel zu sicher und hätte auch viel früher angreifen müssen. Aber naja, wir spielen noch eins. Das war also, das muss ich sagen, das war ein ziemlich mies. Aber ist egal, wir werden wieder, wir versuchen mal demnächst wieder ein bisschen mehr zu spielen. Aber meine Arbeit frisst mich gerade ein bisschen auf. Mal gucken, dass mein Mauspad nicht rumrennt. So, gucken wir jetzt ein bisschen fest machen, ob es dann noch hält. Weil das schiebt sich so ein bisschen rüber, dann kann ich mit der Maus nicht mehr richtig steuern. Das war echt beschissen. So. Wir spielen wieder gegen Zerg, wieder auf einer neuen Map. Diesmal lassen wir es mal nicht so fertig machen. Haben seine Ullis was verbessert, das wisst ihr gar nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Der hat ja komplett auf Ullis getechto. Also ich hätte vorher schon einen Sack zumachen können, weil er hatte nichts. Und das ist ja ich von Remy. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Sehr spartanisch aus die Map. Da muss ich mich halt auch an die Maps noch gewöhnen. Das ist halt alles so Umstellungssache. Wir werden wahrscheinlich die ersten paar Spiele werden wir sowieso wieder ein bisschen verlieren mehr. Was ist denn das nur? Diese Fortschrittsbalken, ich weiß nicht. Okay, normale Echse. Hat er noch keinen Vogel? Auch zumachen mit dem dritten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Auf jeden Fall einen Overlord da behalten. Cool, hat er jetzt erst gebaut angefangen, ja. So problematisch. Die Lohn kam ein bisschen zu spät, aber was soll's. Okay, er nimmt jetzt schon eine dritte. Ihr habt nicht.
Komm, wir probieren mal eine All-In so lange. Gucken, wie der jetzt klappt. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Faszinierend. Doch nicht. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Warum ich verrate nicht, sonst hier ist ein Ding zu offen oder so eine Scheiße. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gebt uns einen Auftrag. Das ist nicht auch cool, dass das jetzt automatisch geht, ne? Nicht das, das wollte ich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Jawohl, nee, das wird es ganz vorne nicht. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Erneut diene ich. Ich bin hier. Ich bin Schatten. Durchgeführt. Ihr habt Licht. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. So, wir brauchen noch, irgendwie noch zwei Gates. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Die automatisch aufgehen, ist jetzt auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich ehrlich sagen. Ehre den Dalai Lama. Feld erschöpft. Die Erste.
GG. Puh, trotzdem brauche ich mir irgendwie meine Maus. Ich könnte. So, sind wir wieder auf 4000. Das war jetzt ein All-In gespielt. Was war denn der eigentlich für ein. Der war noch nicht gerankt. Okay. Brauche jetzt nicht so gut. Ja, geht normal halt. Tja, ich habe keine Ahnung. Hat sich jetzt eigentlich jetzt von meinem Zeug bis jetzt noch nicht viel verändert, glaube ich. Ich glaube, die Voids sind schneller. Ich weiß es gar nicht. Meine Kolossen habe ich nicht aufgepasst vorhin. Für das Hit and Run. Wie das jetzt können. Schwierig. Ich muss auf jeden Fall meine Bildordnung optimieren. Und dann werden wir sehen, wie wir uns schlagen in dieser Season. So, wir spielen gegen Terraner, das ist schon mal gut. Dann haben wir schon fast alle Völker durch. Ich glaube, das Cycling war verändert worden. Ich habe keine Ahnung, wie das Cycling jetzt ist. Auf jeden Fall ist das Opening wahrscheinlich vom Terraner komplett anders. Jedenfalls, wenn er Richtung Mech spielen möchte. Für mich erinnert sich, glaube ich, nicht viel, weil ich ja eh Voids spiele gegen Terraner. Deswegen. Trotzdem gehen wir scouten, weil. Vielleicht gibt es jetzt einen neuen Rush oder so, ein neues Proxy. Also Proxy Early von Terraner. Aber ich habe keine Ahnung. Weil. Belangsänderungen sind schon manchmal sehr gravierend. Jedenfalls was der Spielstil angeht. So, wir spielen auf normal mit Exa. Sieht bis jetzt so aus. Wird sich auch nicht viel gehen. Okay, das ist ein Proxy. Dann ändern wir jetzt was. Ein Proxy müssen wir auf jeden Fall finden. Sieht aus wie ein Mass Marines. So ein Marine All-In. Weil kein Gas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Muss ich aber das erstmal nehmen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Muss das Proxy finden. Das wird hier irgendwo bei mir sein. Wahrscheinlich ist es noch direkt vor meiner Base. Wir sparen uns auf jeden Fall den Chrono Boost auf. Da ist er. Green Soul. Den locken wir nochmal weg. Shit. Eure Sonden werden angegriffen. Adept. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Gib uns einen Auftrag. Horn. Najaka Mina, was wünscht ihr? Die Schlacht ehre den Daila. Ja, wir dienen mit Stolz. War teuer. Für uns aber auch. Unser Denken, gleich bei Jure, wird erneut unser sein. Ich brauche viel mehr Adepten. Najaka Mina. Für den Rum. Hor Salah. Vor die Erstgeborenen werden obsiegen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Hat er viel Schaden angerichtet. Ehre in deiner. Forschung abgeschlossen. Niemand kann uns aufhalten. Gebraucht.
Die Schlacht wartet. Was wünscht ihr? So soll es geschehen. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ehre den Dailam. Niemand kann uns aufhalten. Nur gebt uns einen Auftrag. Für den Ruhm, ja, Exekutor? Najakar Minar. Wir dienen mit Schwur, während die Schlacht wartet. Gebt uns ein. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Najakar, unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Vorwärts. Unser Denken gleicht Ajur. Die Templer rücken. GG. Was war das für ein Spiel, ey? Tja, neue Season, neuer Cheese, ne? So. So ein klitzekleines Spiel jetzt noch. Und ja. Tja. Tja, aus dem ersten Spiel haben wir. Was habe ich denn da mitgenommen? Ich weiß nicht, ob wir die Ulis irgendwas geändert haben. Das kann ich gerade nicht sagen. Weil der auf Ulis gespielt hat und warum ich so viel Angst vor dem Gegner hatte beim ersten Zerg. Keine Ahnung. So. Terraner haben wir fertig gemacht mit seinem Proxy. Und wir spielen nochmal gegen Terraner. Sie ist da. Vielleicht spielen wir jetzt mal ein normales. Was mir gerade einfällt, man hätte ja auch einfach einen Berserker rüberschicken können zum Terraner. Der hätte dann die ganzen WWS weggeknüppelt. Weil er nicht zu war. Ist dasselbe, ich weiß gar nicht. Ne, der andere hieß jetzt, glaube ich. Oh, was weiß ich, wie der andere hieß. So, noch eine andere Map. Langsam ja. Kommen mehr verschiedene Maps, ne? Okay, hier ist offen. Die dritte ist wahrscheinlich die da oder die da. Ich weiß gar nicht, welche besser zu verteidigen sind. Irgendwie erinnert mich die Map an eine andere Map. Gucken wir mal, ob der auch hier schießt. Nein. Ich kann gar nicht sagen, ob ich jetzt. Wie es jetzt ist mit Doppelgas. Keine Ahnung. Also sieht nach Cyclone Rush aus, aber. Könnte auch alles anders sein. Ja, aber keine Ahnung. Was hat denn die erwischt? Ihr habt nicht genug Mineralien. Da müssen wir hier einen Fuß bauen. Was erwischt denn die denn dauernd? Keine Echse. Das bedeutet nichts Gutes. Oder jetzt auch nicht. Cyclone zu labern. Keine Echse. So, dann brauchen wir das. Der Cyclone ist ja komplett anders jetzt wie vorher, ne? Ah, frage mich nicht wie. Anders. Wieder so invasen. Mister. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Und natürlich haben wir Wopgate vergessen. Jetzt ganz problematisch sein könnte. Eure Sonden werden angegriffen.
Okay, Double Cycling Opening. Okay. Da muss ich jetzt gleich einer ordentlich raufzuhauen. Hat auf jeden Fall immer noch keine Echse. Geht mal eine Sonde vorschicken. Die Reichweite ist ja hart, aber. Ich bin das Herz. Wie schnell sind die jetzt geworden? Ach, die sind ja wie die alten wieder. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Das ist ja asozial. Das ist ja richtig scheiße. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kann man jetzt einfach so... Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ja, die sind ganz schön schnell geworden, die Cycles. Muss auf jeden Fall ein bisschen anders spielen jetzt gegen Tanane. Wird auf jeden Fall jetzt auf den Mech gehen wahrscheinlich. So, man kann das nicht mehr abbrechen. Ja. Zwischendurch einen Beobachter, wenn wir gucken können, was er macht. Ah, da ist er. Das ist ja beschissen. Das ist richtig beschissen geworden. So, wie soll ich denn da jetzt hinterherkommen? Hä? Was haben sie sich dabei gedacht? Wie sehen wir mal die neuen Cyclins? Das werden, ey. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen gebaut. Jetzt habe ich das Gefühl, dass mein ganzes Ziel so langsam ist. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Auf jeden Fall die Echse. Eure Sonden werden angegriffen. Gut, die halten nicht viel aus mehr, aber. So, aber Schaden machen sie. Genug. Dadurch richtig heftig. Mein Leben für Ayur. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. So, dann wollen wir mal gucken gehen. Wenn du meinst. Wir sind an. Was ist euer Begegnung? Orange Sackerl. Sie ist die Lehre. Faszinierend. So, mal gucken, was wir anrichten können hier. Irgendwie komischen Dinge. Ewig können sie nicht weglaufen. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Mein Leben. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Sehr. Mein Leben
komische Dinger sind es jetzt geworden. Okay. Auf jeden Fall haben Terrano ein bisschen Spielzeug für Hit and Run gekriegt, was ich gerade festgestellt habe. Mit ihren Cyclins. Besonders toll war es jetzt nicht, was er gespielt hat. Na gut, dann war es das erstmal für heute. Dann sehen wir uns morgen. Und gucken wir mal, was uns morgen so schönes überrascht. Auf jeden Fall Cyclins sind ganz anders. Also. Aber auch nicht besonders gut, also wenn du stehen bleibst, triffst du die und wenn sie wegrennen, triffst du, darfst halt nicht hinterher rennen, ne? Na egal, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dahin, tschüss, tschüss, euer Multibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss, tschüss.